Hallo, meine lieben Hobbits, Menschen, Elben und Zwerge, zu einer weiteren Folge von Let's Play Together Herr der Ringe Online. Richtig. Mit mir und dem Gendor. Hi. Hallöchen, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Auenland, beziehungsweise in der Lützelbinge. Genau. Meine Zuschauer sehen uns jetzt das erste Mal hier. Wir waren das letzte Mal in Thorins Hallen. Vor Thorins Hallen ausgelockt. Richtig. Und jetzt ist er schon hier bei uns. Wir werden jetzt, bevor wir hier die ganzen Aufgaben annehmen und uns noch Kleinigkeiten im Shop kaufen, werden wir kurz erzählen, wie wir dieses Let's Play Together denn handhaben werden. Willst du anfangen? Nö, fang du an. War klar. Spielt er hier, der liebe Steinchen, einen Zwergen, den Glabarin aus den Eisenbergen, einen Wächter. Und ich, das genaue Gegenteil, ich spiele einen Hobbit. Und zwar einen Baden. Mhm. Denn das ist eine recht gute Kombination und so sollten wir eigentlich ziemlich weit kommen. Hoffe ich doch mal. Er tankt. Entweder heilen, wenn es mal notwendig ist, oder Damage dealen. Genau. Und wir werden alles, also man könnte sagen, es ist ein 100% LP, oder? Könnte man so nennen eigentlich, ja. Weil wir ja alles versuchen mitzunehmen, also ich öffne mal die Karte. Die habe ich übrigens umgestellt, sodass das noch ein kleiner Teil ist. Für mich ist das so irgendwie angenehmer, hier können wir mal ganz kurz alles auswählen. So. Und ja, jedes Gebiet wirklich abhaken. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt erst durch das Auenland. Ab Stufe 13, 14 so, tun wir den Stein der Schildkröte rein. Mhm. Womit wir dann keine Erfahrungspunkte mehr bekommen. Genau. Bis wir dann die Anfangsgebiete, also das Auenland und die Eredluin, komplett abgearbeitet haben. Und einen Teil von Breland, ne? Richtig, und den Anfang vom Breland in Arshed, wo wir ja waren, im ersten Part. Und, genau. Dazu muss man sagen, wir haben unsere Erfahrungsboosts rausgeschmissen, außer die, Schriften der außergewöhnlichen Erfahrung, die 100% bringen. Genau, ne? Ja. Die werden wir nämlich einsetzen. Und, habe ich was vergessen? Willst du mich ergänzen? Das Einzige, was wir schon haben, von den Eigenschaften her, ist das Reiten. Das haben wir uns schon mal gegönnt. Richtig. Weil normalerweise kann man erst ab einem gewissen Level reiten. Muss man eine Aufgabe zumachen. Ich glaube, die haben wir sogar schon im Briefkasten. Ein Pferd vom Kurs, ja. Also ich habe es zumindest drin. Ach, du hast die Pfeife schon geöffnet wahrscheinlich dann, ne? Das. Ja, das ist ja die Pfeife, die man da bekommt. Ja. Das ist die Aufgabe, die uns dann im Breland zum Hengstackerhof führt, genau. Die Reitfertigkeit für eine, mit einer Aufgabe gewinnen kann. Genau, ja. Ja, aber wir haben die schon mal, das heißt, wir können gleich direkt loslegen. Beziehungsweise ich muss sie hier noch reinpacken. Aber ich öffne jetzt erstmal meine Post hier, denn wir haben einen Hilferuf von Bingo Boffin. Willst du den vorlesen oder soll ich? Nee, mach du, weil ich habe den nämlich schon in der letzten Folge gehabt. Achso. Hallo, es ist schön, eure Bekanntschaft zu machen. Ich hoffe, dieses Schreiben stört euch nicht bei einer wichtigen Angelegenheit. Doch falls dem so ist, werdet ihr mir sicher verzeihen. Ich hoffe sehr, dass es euch bei nichts unterbricht und ihr euch viel mehr interessiert und voller Neugier fragt, was Sinn und Zweck dieser Botschaft ist. Ihr müsst wissen, dass ich Hilfe bei einer kleinen Angelegenheit benötige. Und, ich schreibe klein, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit sie in Anspruch nehmen wird. Sie könnte am Ende auch eine große Angelegenheit sein. Ihr wisst ja, wie es im Leben zugeht. Aber wir werden es erst erfahren, wenn sich die Sache ein bisschen weiterentwickelt hat, nicht wahr? Wenn ihr mehr erfahren möchtet, so bitte ich euch, mich in meiner gemütlichen Hobbithöhle nördlich der Stadthöhle von Michelbinge, der Hauptstadt des Auenlandes, aufzusuchen. Ich freue mich auf eine Zusage euer Hilfesuchender. Herr Bingo Boffin, Michelbinge. Ja, zu dem werden wir noch kommen. Ich denke heute auch schon. Mhm. Und dann haben wir noch von John Farnbach ein Empfehlungsschreiben. Ich grüße euch. Ich habe für euch ein Schreiben verfasst. Die anderen aus Arshed haben zusammengetragen, was sie konnten und alles als ein hübsches Geschenk verpackt. Holt euch den Brief, liest ihn und bringt ihn dann zu Banwart Distelwolle in Arshed oder Briefträger Neuburg in Lützelwinge.
Die Bewohner von Arschet werden für euch immer einen Platz in ihren Herzen haben. Hochachtungsvoll, John Farnbach. Ja, der Sohn von Hauptmann Farnbach, der ja leider umgekommen ist. Da ist ein Geschenkpaket drin. Der Inhalt dieses Geschenkkästchens wird euch in den früheren Stufen helfen. Das entnehmen wir natürlich und öffnen das auch gleich. Aber kann ich hier irgendwo verkaufen? Nee, ja. Ich glaube noch nicht. Okay, dann werden wir das Ganze jetzt mal so kurz öffnen. Da haben wir einmal eine eingewickelte Pferdepfeife, die öffnen wir. Die werden wir allerdings nicht brauchen. Die verläuft auch in 24 Stunden, ist sie weg. Eine Ausrüstung herrscht privat oder geschäftlich. Das Empfehlungsschreiben, das sehen wir uns gleich durch. Tränke, die behalten wir auch, logischerweise. Dann können die schaden. Und nochmal Farbe, zwei Stück. Das heißt, wir haben jetzt 5 marienblaue Farbe. Dann ein Geschenk für einen Abenteurer-Anfänger. Jeder anfängliche Abenteurer kann eine helfende Hand gebrauchen. Diese Kiste enthält einen guten Fang, der euch das Leben erleichtern wird. Mit Essen, einem Buff und noch einem Buff. So, Schriftstück der besonderen Reise, 1 Stunde. Aber letzten Endes brauchen wir die nicht. Die ist so wirklich wichtig für uns. Und dann haben wir noch ein Geschenk. Das sind die Schriftrollen, um uns ein bisschen mehr Leben und Kraft zu spendieren. Und eine Schrift der Verteidigung. Packen wir auch mal hier hin. Moment, machen wir das mal ganz so. Und das Geschenk für einen neuen Wanderer können wir erst auf Stufe 8 verwenden. Ist ja gleich. Eben. So, was haben wir noch bekommen? Ja, Aufgabengegenstände. Eine Dankesbotschaft. Im Brief steht, ich, John Farnbach, verantwortlich beim Wiederaufbau von Arschet, verfasse dieses Schreiben zum Wohle von Tuno. Ich kämpfte an der Seite von Tuno, um den Angriff der Schwarzwald-Räuber und ihres Angmarie-Meister zu vereiteln. Sollte es euch möglich sein, so gibt Tuno ein Zeichen des Willkommens und des Dankes für alle erbrachten Dienste. John Farnbach. John Farnbach wünscht euch anscheinend alles Gute auf euren weiteren Wegen. Überbringt den Brief an Briefträger Neubock, der ist ja hier in Lützebinge. Banuat Distelwolle wäre noch ein Arschit gewesen. Und dann haben wir Ausrüstung herstellen, privat oder geschäftlich. Tuno, die Handwerksgilden von Mittelerde danken euch für alle eure Taten zum Schutz der freien Völker und würden euch gerne einladen, mit unserer Vertreterin Bella Stolzfuß im Handwerksbereich von Michelbinge zu sprechen. Wir wissen um eure Fertigkeiten im Kampf und würden euch gerne dazu auffordern, euch in einer weniger gewalttätigen Arbeit zu betätigen. Der Handwerkskunst. Ihr werdet feststellen, dass Bella Stolzfuß eine ausgezeichnete Lehrerin ist und euch vom Kochen über die Gelehrtheit bis zur Schmiedekunst in alles einweisen kann. Hochachtungsvoll, die Handwerksgilde von Mittelerde. Besucht Bella Stolzfuß in der Handwerkshalle von Michelbinger. So, das dazu. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz hier zum Briefträger und beende hier eine Dankesbotschaft. Ist es aufregend, ein echter Held und das im Auenland. Ihr mögt es vielleicht nicht mitbekommen. Aber euer Name fällt hier ziemlich oft. Dankeschön. Ich habe gehört, was ihr getan habt. Mundo wird es niemals zugeben, doch man wird noch viele Jahre hinter eurem Rücken darüber sprechen, was ihr für das große Volk getan habt. Man muss bedenken, dass ihr nicht nur 2 Hobbits aus dem Auenland gerettet habt, sondern eine ganze Stadt. Da steckt doch fast ein Beutlin in euch. Hier, nehmt dies und seht euch dann noch meine Waren an. Vielleicht gefällt euch etwas davon. Jo, Eisenmünzen und da sind wir auch schon Stufe 1. Gratuliere, ja. Dankeschön. Okay, das Geschenk öffnen wir gleich. Jetzt tauschen wir mal ganz kurz um. Wir haben 5 Münzen. Davon tun wir 3 in die Attilas-Essenzen und 2 in die Celebrant-Salben. Das heißt, wir haben von jedem jetzt 5. Darf ich euch einen und somit Moment haben wir jetzt auch keine Eisenmünzen des Großes mehr. Und okay, die erste Aufgabe. Dann würde ich sagen, fangen wir auch mit dem Prolog an, oder? Ja. Muss ich zwar nur annehmen noch. Ja, ich auch. Ich habe den auch noch nicht angenommen. Den darf bekommen wir von Mundo Sacker im Beutel. Oh ja. Die Frage ist jetzt, lesen wir den Prolog und die wichtige Story immer vor und diese Zwischenaufgaben nicht? Also diese Nebenquests, die wir jetzt zum Beispiel von Alfred bekommen und vom Grenzer. Also, ich würde fast sagen, nur die wichtigen Sachen, also die Story ist eigentlich recht interessant. Der Rest ist eigentlich auch interessant, so diese Nebengeschichten und so weiter, aber das ist eher so, ja. Darüber können wir euch ja erzählen, wenn wir die Aufgaben angenommen haben, was wir dann machen müssen. Steht ja dann da auch.
Gibt ja nochmal die zusammengefasste Version, wenn du L drückst. Richtig. Und ihr könnt das auch dann selbst durchlesen, sobald wir das also weil wir die Aufgabe dann geöffnet haben. Genau. Von derjenigen Person. Ein Stück. Ja, dann liest du jetzt einfach mal vor. Das Problem, also das ist kein Problem, aber am besten ist es, wenn unsere Namen werden ja gesagt. Am besten lesen wir dann beide immer vor. Was mich jetzt noch interessiert, weil darüber hatten wir auch offscreen gesprochen, wieso du jetzt eigentlich mal unten bist. Da brauchen wir auch noch so eine Backstory, weil sonst wird sich jeder fragen, warum. Weil ja. Ich halt auch so gut ist, so gut im ja, in den Eridluil anfangen können. Das ist richtig, aber die Story ist ja die, dass ich bei meinem Solo-Let's Play beispielsweise im Auenland nicht alles komplett durchgenommen habe. Das heißt, einige Städte zum Beispiel, die berücksichtigt wurden auf meiner Tour, die habe ich komplett ausgelassen. Und ja, es gibt ja halt, es geht ja auch darum, alle Taten zu machen. Und die im Auenland finde ich eigentlich am schönsten gestaltet. Das ist wahr. Ja, und ja, darum bin ich jetzt wieder hier. Okay, alles klar. Ja, bei den Namen, wo unsere Namen drinstehen, müssen wir halt unsere beiden vorlesen, oder? Also ja. Das ist Hanebüchen, Glabarin und Tuno. Das heißt, wenn ich das jetzt vorlesen würde, würde ich das so vorlesen. Und wenn du das vorliest, müsste das ja heißen, das ist Hanebüchen, Tuno und Glabarin, oder nicht? Ja, so in der Richtung. Okay, dann fangen wir an. Das ist Hanebüchen, Tuno und Glabarin. Ich werde mich nicht eher zufrieden geben, als bis ich eine Entschädigung für die Unbill erhalten habe, die mir diese Schwarzwolds zugefügt haben. Ich wurde schlecht behandelt, und zwar schlechter, als es irgendein Hobbit ertragen würde. Ein Sackheim-Beutlin sollte durch das Auenland und sogar bis ins Breeland reisen können, wenn er es wünscht, ohne in Gefahr zu geraten, entführt zu werden. Und wenn einem Sackheim-Beutling Gold versprochen wird, dann sollte er dieses Gold auch besser erhalten, wenn die Angelegenheit vorbei ist. Das ist nur gerecht. Ich habe diesen Brief hier geschrieben, während ich in Archet war. Er enthält kein Wort darüber, dass die Räuber Archet niedergebrannt haben, oder darüber, dass der Waldläufer Amdir so eigenartig geworden ist. Aber es sollte wirklich für den alten Mehlkloß ausreichen. Bringt meinen Brief zu Bürgermeister Willi Weißfuß in Michelbinge. Ihr werdet ihn bei der Stadthöhle finden. Wenn ihr den Ort betretet, ist die Stadthöhle gleich auf der linken Seite. Sie ist von Hecken umgeben. Das ist klar. Mio, bringt Mundus Brief zu Bürgermeister Willi Weißfuß. Das werden wir tun. Willi will's wissen. Nee. Okay, Mundus Brief geschafft. Das können wir auch nochmal lesen. Ich tue jetzt mal ganz kurz mal die Reiteigenschaft erlernen. Und werde mal ganz kurz meine ganzen Pferde hier aktivieren, die ich hier so besitze. Die Pferde. Und ich werde erstmal mit dem grauen Edelpony hier durch die Gegend reiten, denn das passt gut zu meinem Zirweg, um das mal so auszudrücken. Genau. Der Glabarin reitet auf seiner Ziege. Richtig. Denn der Steinchen hat sein Prinzip bei den Zwergen. Ja, Zwerge nur auf Ziegen. Genau. Und da ich kein Zwerg bin, reite ich normal nicht auf Ziegen, sondern erst sobald wir in Moria sind. Eines schönen Tages, ja. Machen wir weiter. Der Grenzer hat auch zwei Aufgaben vor. Wow. Darf ich euch einen Moment einmal tretet den Grenzern bei. Genau. Sprecht mit zweiter Landmittel Bodo Bunze. Und dürf noch einer. Vom Auenland nach Prey. Ja. Genau. Sprecht mit Bürgermeister Gustav Zartlerche. Richtig. Das werden wir auch tun, aber vom Auenland nach Prey könnte man ja erstmal ausblenden. Ja.
Ich glaube, so. Tritt in den Grenzen, aber erklärt sich von selbst so ein bisschen. Denke ich fast auch. So, Alfred, was gibt's von dir? Handwerken, die Handwerksmesse in Michelbingen. Spricht mit Jadebauten. Ja, da wollten wir sowieso hin, unsere Berufe annehmen. Welche Berufe wir machen, können wir ja gleich mal erzählen. Genau. Und, ja. Entschuldigung. Alles gut. Der Briefträger will, dass wir seine Post nach Michelbinger bringen. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Tja, da wir die für die Taten brauchen, müssen wir das wohl auch tun. Richtig. Nehmt die Tasche von Briefträger Neubox Tisch, haltet euch von neugierigen Hobbits fern. Richtig, wenn wir nämlich von neugierigen Hobbits entdeckt werden, müssen wir nochmal zurück und alles von vorne machen. Bevor wir das jetzt machen, hole ich mir aber... Ah, die Marktsteinfähigkeit. Erstmal das, genau. Beginnen wir den Job. So. Ich weiß gar nicht mehr, worunter das war. Ich glaube, unter Reise und... Würde ich auch fast schätzen. Bloß unter Reise ist gut. Reise und Unterkunft da. Kartenfertigkeiten, Reisekarten. Okay. Unter Reisefertigkeiten. Reisekarten, ne? Nee. Da, zu rückkehrender Reise, verringert die Updates von rückkehrender Reise um 30 Minuten. Ach, Marksteinfertigkeiten. Reduziert die Updates, also das heißt... Oh, die sind sogar um 50% reduziert. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Cool. Bei Reisefertigkeiten sind diese Ablenkzeiten, also die sind, dass wir dann nur 5 Minuten haben. Davon müssen wir uns alle... Bei Reisefertigkeiten... das heißt, erfahrener Reisender, hastender Reisender, zurückkehrender Reisender? Genau. Alle drei? Also, zurückkehrender Reisender gar nicht mehr, weil das sind nur diese Rückkehrfertigkeiten. Allerdings, ja, ich werde es mir auf jeden Fall mitholen, weil ich habe das... Weißt du, dann habe ich es einmal. Boah. Ja, das sind, warte mal, das sind jetzt 1500 Punkte. Boah, Junge. Alter Schwede. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal 35 Minuten nur Abklingzeit. Mal schauen. Der Hastenreisende. Jetzt muss ich das jedes Mal wieder neu aufmachen. Okay, genau, 5 Minuten und jetzt halt noch das eine, weil dann haben wir das für den Charakter auch schon fertig. Und dann, also ich bin ja, jetzt runter auf 35 Minuten. Jetzt kaufe ich mir nochmal das hastende Reisende und dann komme ich auf... Na, 5, ja. Alles klar. Ja, so. Und dann hole ich mir jetzt noch, ich glaube, also wie teuer waren die Marksteinfähigkeiten? 150, glaube ich, kostet also, im Moment, ne? Also die kosten anstatt 350, 175, glaube ich. Das ist echt günstig. Da haben wir dann eigentlich einen passenden Augenblick erwischt. Ja, auf jeden Fall. So, die zweite Münze auf jeden Fall. Kann ich auch einfach... Ja, oh, das... Ist das nervig. Na, Marktsteinfertigkeit 2 und 3. Dann muss ich das ja nach der Reihe nehmen, ne, eigentlich. Ja, ja, eben. Oh, okay. Das andauernd neu zu öffnen, das ist nervig. Das haben die geändert, ne? Das war früher anders. Aber ich glaube auch, das ist mit dem neuen Shop gekommen. Trotzdem nervig. Oder? Ja. Nein, schon. Müssen sie also auch noch machen. Oder warte mal, kann man das nicht in einem anderen Tab öffnen irgendwie oder so? Komm schon. Gib mir einen neuen Tab. Da. So. Neuen Tab? Ja, wäre doch geil, wenn du den Shop mehrmals öffnen könntest. Ah. Ja. So, das sind jetzt die... Hier. So. Dann holen wir die nochmal. Dann haben wir erstmal 5. Ich glaube, das sollte dann erstmal reichen. So. So, 2, 3, 4. Okay, alles klar. Moment. Bin gleich soweit. Jo. Bitte warten. Konto wird gerade aktualisiert. Boom. Dann haben wir nämlich jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, genau, das heißt 6. Okay, ja gut. So, ich habe jetzt mir erstmal. Ich habe jetzt 6, das sollte reichen. 1, 2, 3, 4 habe ich jetzt. Okay. Ja, 6 kriege ich auch hin. Gerade so. Okay. Alter Falter. So. Entfernen, hinzufügen. Und zwar
mache ich mir immer so ein, ja, so eine Schnellstartleiste oder wie man sie nennt. Und da rein packe ich dann immer alles. Das ist dann hier bei mir immer in den Rand. Ja, ich habe die oben in der Kopfleiste. So. Heißt, wir müssen jetzt noch eine Spalte hinzufügen und ja. So. So. Habe ich jetzt noch sage und schreibe 410 Punkte. Boah. 410. Ersten Helm zurückkehren, zum zweiten. Hä? Quatsch. So. 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 Huch. Und so. Hä? Eins, so. Hä? Aber welche haben wir denn jetzt da drin und welche nicht? Ah. Da kann ich die öfters da reinziehen. Okay. Keine Ahnung. Ist aber auch erstmal egal. Mhm. So. Komm schon. Und dann packen wir da noch ein Pferd rein. Und zwar das graue Edelpony. Wir speichern das. Machen das fest, damit wir das nicht mehr automatisch rausziehen. So. Genau. Und dann habe ich eine neue Fähigkeit gerade bekommen. Krass. Zeitloser Widerhall des Kampfes. Dieser mächtige Gesang erinnert an die Vorurzeiten von den mächtigen Valaren, kampfverbrachten Taten und demoralisiert eure Feinde. Schreiresistenz. Okay, das ist gut. Das behalten wir. Das ist eine Hymne, die packen wir nach da. Okay. Ich glaube, wir sind bereit. Ich öffne noch mal ganz kurz hier meine Geschenke. Mhm. Scheiden auf den Silberreste. Bei Scheiden auf den Goldreste. Ah, hat sich ja echt gelohnt hier. Alles klar. Dann stopfe ich mir hier mal ganz gut Beweglichkeit rein, auch wenn ich die überhaupt nicht brauche. Brauchst du Beweglichkeit mit deinem Wächter? Nee. Okay, gut. Dann ist das egal. Alles klar. Oder? Ja, ja doch, wenn ich blocken will und so, glaube ich. Aber das ist eher so gering. Huch, jetzt habe ich die Tasche schon aufgehoben. Ach, nicht schlimm, ich auch. Wir können ja los. Dann laufen wir mal nach Michelbinge. Jo, das Abenteuer beginnt, würde ich mal sagen. Ja, genug gequatscht und genug gestanden. Ja. Auf geht's, wir laufen auf Stein, auf steinigem Weg. Worauf wir hier achten müssen, wie gesagt, sind die Augen, die man auch auf der Karte sehen kann. Später. Die dürfen uns nicht sehen. So ist es. Und dann, ja, wir haben ja das Glück, schneller zu sein, 120, also 20% schneller. Bist ja knapp hinter mir. Ich bin knapp vor dir. Echt? Bei mir bist du knapp hinter mir. Ach so. Lol. Hä? So und so. Da wären wir. Hm. 10%. So. 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 Und da haben wir auch schon die erste Tat hier im Auenland. So ist es. Der Postschnelldienst wird wiederhergestellt. Und das Leben eines Grenzers erfüllt Aufgaben im Auenland. Mein Gott. Okay. Sollen wir dann erstmal hier mit zweiter Landbüttel Bodo Bunze sprechen? Ja, das ist ja hier unser einen Moment. Grenzer. Grenzer. Genau. Wir wollen ja dem Grenzer beitreten. So sieht's aus. Okay. Macht brauchen wir nicht. Allerdings ist das ein bisschen. Ich schon, besser. Deshalb ziehe ich ihn auf. Aber wenn ich eigentlich schwere Rüstung tragen sollte, aber was soll's? Nee, ich mach's auch weg. Ich nehme den auch, weil er erstens mehr Rüstung hat. Scheiß auf die Macht. Der letzten ist egal. Und dann ist hier direkt eine Bank. Das ist perfekt. Bisschen Bewegung hier drin, in Michelbing. Krass. Ja, das stimmt. Echt cool. Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte auf die zur Bank. Aber dann packen wir hier schon mal alles rein. Das Jubiläumsfeuerwerk. Das der Kristall und die Farbe. Ja, das hat ja alles weggeschmissen.
Das Geschenk öffnen wir gleich. Ach Quatsch. Natürlich auch mal ganz kurz verkaufen. Die Umhänge packe ich auch mal hier rein, weil die brauche ich ja noch nicht. Mann, jetzt hätte ich mal erst weggeholt gestern, ja. So. Und einmal so. Neu sortieren, bitte. Dankeschön. Und jetzt wollte ich noch mal ganz kurz den Brief lesen. Oh ja, der Brief. Mundus Brief an den Bürgermeister von Michelbinger, Herrn Willi Weißfuß. Herr Bürgermeister, ich schreibe euch aus Arschett und habe Ungeheuerliches zu berichten. Bevor ihr in euren Amt berufen wurdet, sind viele Mitglieder meiner Familie in Ruhe durch das Auenland gereist. Ja, manchmal sogar bis nach Breland. Damals mussten sie nicht um ihr Leben oder ihren Besitz fürchten. Seitdem aber ihr im Amt seid, hat sich die Situation drastisch geändert. Mir wurde von Seiten des großen Volkes Leid angetan und ich mache euch persönlich dafür verantwortlich, Weißfuß. Ihr werdet einen gerechten Ausgleich entrichten für den Schaden, der mir an meinen Seelenfrieden entstanden ist und für den Verlust an Behaglichkeit, den diese Erfahrung mich gekostet hat und das sofort. Ich weise euch an, diese Entschädigung an meine Tante Lobelia im Beutelsend zu entrichten. Sie wird sie für mich aufbewahren, bis ich mich erholt habe und wieder in der Lage bin, nach Hobbingen zu reisen. Ihr beugt euch besser meinen Anliegen, Weißfuß. Oder ihr könnt euch aus eurem Amt als Bürgermeister verabschieden. Mundo sei kein Beutlin, ein besorgter Bürger. Boah. Ja, die sei kein Beutlins, ne? Keiner mag sie von uns. Na. Nun denn, was sagt der Herr Weißfuß dazu? Der Herr Weißfuß. Willst du, soll ich? Ja, mach ich mal weiter, wa? Alles klar. Was ist das? Ach, herrje. Ein Brief von einem Sackheim-Beutlin ist nicht gerade etwas, das man gerne sehen möchte. Er macht mich persönlich für seine Schwierigkeiten in Breland verantwortlich? Ich war noch nicht einmal dort. Ich bin noch nie außerhalb des Auenlandes gewesen. Und nun soll ich eine gerechte Entschädigung an seine Familie zahlen? Aber er hat doch gar keinen Schaden erlitten und ist aus freien Stücken nach Archit gereist. Ihr wisst nicht zufällig, warum ich Bürgermeister werden wollte, oder? Ich selbst habe es nämlich scheinbar vergessen. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Wir machen weiter mit Melklos Standpunkt. Ja, ich habe über Mundus Forderung nachgedacht, ihm eine Entschädigung für die schlechte Behandlung in Breland zu zahlen, Tuno. Glabarin und Tono, mein Gott. Und ich lehne das ab. Und wir können es uns einfach nicht leisten, einen einzelnen Hobbit für etwas zu entschädigen, das er von Anfang an selbst provoziert hat. Die Sackheim-Beutlins haben mich ohnehin nie gemocht, wisst ihr? Ich glaube, es war einer von ihnen, der damit begonnen hat, mich Milklos zu nennen, nachdem das Dach der Stadthöhle eingestürzt ist und mich im Staub begraben hat. Mir ist egal, ob die Landbüttel mich so nennen. Aber den Sackheim-Beutlin steht das einfach nicht zu. Es ist an der Zeit, hier einen klaren Standpunkt zu vertreten. Ich werde mich nicht länger von den Sackheim-Beutlins hänseln lassen. Sie können mich nicht einfach nur herumschubsen, wie es ihnen gefällt. Und ich habe auch keine Angst davor, ihnen das ins Gesicht zu sagen. Nun, im Moment bin ich allerdings sehr beschäftigt. Bitte geht nach Beutelsend im Norden von Hobbingen und richtet Lobelia meinen Entschluss in meinen Namen aus. Würdet ihr das für mich tun? Sprecht mit Lobelia Sackheim-Beutlin. Ja, das wäre auf jeden Fall. Ausnahmsweise. Okay, ja, da kommen nach Hobbingen kommen wir jetzt noch nicht, das können wir erstmal auslassen. Ja. Und ja, neue Aufgaben warten auf uns. Und zwar vom Assistent Falbhaut. Oh, bitte, hört mich doch wenigstens an. Die Renovierung der Stadthöhle spricht mit Griffo Boffin. Na, das machen wir doch. Werden wir tun. Ja. Der befindet sich in Moment, oder auf die Karte zu gucken. Ah, wie heißt das denn noch? Nadelhut. Mhm. Hier oben, im Norden. Da kommen wir, glaube ich, nach Wigscheid hin, wenn ich mich recht entsinne. So ist es. Nun denn. Der Rollo oder Rollo? Rollo, ja, doch Rollo. Neuburg hat auch noch eine Aufgabe für uns. Mhm. Versteckspiel. Findet Polo. Polo. Dachsbau und findet Margarete Dachsbau.
Ah, Familie Dachsbau ist verschwunden. Gut, bevor wir die jetzt aber suchen, sollen wir mit Bingo reden oder noch nicht? Könnten wir rein theoretisch auch schon machen, weil es fängt ja hier quasi an, ne? Ja, bevor wir das hinterher vergessen, ja, wäre es doch wohl gut. Das stimmt. Wenn wir den Abend mal einen Besuch abstatten. Richtig. Und die Aufgaben sind auch sehr schön, finde ich. Das ist wahr. Vor allem haben sie den jetzt auch langsam mal übersetzt. Von der Stimme her. Ah, spricht er nicht mehr Englisch mit uns? Schade. Nun denn, Bingo Bob in ein einsamer Stubenhocker. Nun denn, das Abenteuer ruft. Die lesen wir aber auch. Ja, oder? Weil die sind ganz spannend. Würde ich auch sagen. Du bist an der Reihe. Stimmt. Das Abenteuer ruft. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, dürfte ich euch dann um einen Gefallen bitten. Mein Name ist Bingo von den Bingo-Boffins. Es kommt nicht oft vor, dass neue Leute den Weg in meiner Höhle entlang kommen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich fühle mich in letzter Zeit etwas einsam und könnte einen festlichen Anlass gebrauchen, der meinen Schritt beschwingt und mir etwas gibt, womit ich mich beschäftigen kann. Vielleicht ein großes Abendessen? Ja, das hört sich hervorragend an. Ich werde all meine Nachbarn einladen und euch natürlich auch. Könntet... Das aber nicht. Ja, war? Zu essen sage ich nicht nein. Könntet ihr vielleicht zum Markt von Michelbinge gehen und einen Blick auf die Waren dort werfen? Berichtet mir, was besonders appetitlich aussieht. Das sollte als Inspiration für einige Gänge eines Abendessens genügen. Der Markt befindet sich südöstlich von meiner Hobbithöhle. Alles klar. Jo. Lebensmittel auf dem Markt von Michelbinge ansehen. Gerne, gerne. 5 Bingo-Abzeichen. Boah. Damit können wir tolle Sachen eintauschen. Oh ja. Und das ist nicht die einzigste Aufgabe, die wir von ihm bekommen, nur weil er Hilfe für sein Abendessen benötigt. Das stimmt. Gut, das werden wir tun. Ich gucke gerade mal Griffe Boffin. Die Renovierung der Stadthülle kann auch erstmal ausgeblendet werden. Genau, ich würde aber sagen, bevor wir jetzt, genau, ich würde sagen, wir laufen hier unten den Weg lang und binden uns mal direkt an dem ersten Marktstein, wa? Stimmt. Gut, dass du es sagst. Ich hätte es fast vergessen. Tja, bei so vielen Karten hier. Ja, das ist wahr. So. Ich sehe auch gerade, im Gasthaus Adler und Kind ist auch noch eine Aufgabe für uns. Ja, ich weiß auch, wo die uns hinführt. Nach Buckelstadt, so, richtig? Richtig. Oh, das wusste ich noch. Schön ist diese... Die haben ja fast in jedem Gebiet hier so ein Gasthaus, das finde ich... Die sind auch immer ziemlich witzig benannt und vor allem haben die auch immer so ein Wappen. Ja, wie hier, ja. Der schräge Adler mit dem dicken Kind. Richtig. Nun denn, Carlo Schwarzhain, der Gastwirt. Gasthaus Adler und Kind. Naja, könnte man sich nicht hier... Wir müssen das vergilbte Rezept finden. Dafür bekommen wir... Dafür bekommen wir einen Schwarzhain-Dunkel, ein Gebräu vom Adler und Kind hier. Oh, eine Spezialität. Gibt's auch eine versteckte Tat, ne? Trinkt verschiedene Wein und Biere. Ist das nicht hier das, oder sind das nicht die Biere, die man entweder von den Aufgaben bekommt, oder muss man die sich teils, teils. Also ich guck mal eben ganz kurz hier, was der hier nochmal für Bier verkauft. Ich glaube, hier war das... Alter Wingard, das und Flasche mit... Also ich glaube nicht, dass das der Wein ist, sondern hier unten das herbe... Ne, Apfelwein oder das kleine Bier. Met? Ich glaube, das war der alte Wingard. Ich glaube, es war der alte Wingard. Ich probier's mal eben. Ich kaufe mir mal eben eine Flasche. Komm, wir besoffen uns mal eben kurz eine Runde. Ne, die zeigt ja jetzt noch nicht an, die Aufgabe, die Tat. Nein? Erst wenn wir die geschafft haben. Deswegen ist ja eine versteckte Tat. Du hast recht. Und jetzt bin ich besoffen. Aua. Oh, der hat's ganz schön in sich. Nein, man bekommt die Tat, wenn man alle Aufgaben für die Gasthäuser abschließt. So war das. Ah, okay. Nicht für die Gebräu, sondern wenn man die Aufgaben für die Gasthäuser abschließt. Na gut. Genau.
Jetzt muss ich bloß ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich mich besoffen und naja, schön mit anzusehen, auf jeden Fall. Ja, das ist wahr. Bist du auch ziemlich stark? Oh, oh, volle Kanne, ey. Ich okay, gut. Hoffentlich werde ich jetzt nicht geblitzt. Ihr merkt es vielleicht schon, vielleicht sind wir noch ein bisschen angeschlagen von letzter Nacht, weil wir ja auch feiern waren. Ja. Um das mal so auszudrücken. Richtig. Und ja. So. Hier ist auch der Bert Bartelsmann. Hier können wir die Bingo-Abzeichen eintauschen. Richtig, gegen tolle Sachen. Tolle. Richtig. Ja. Zum Beispiel können wir uns, ich suche das gerade mal, können wir uns ein braunes Kaninchen an die Seite rufen, das uns begleitet, einfach so als, ja, Zielwerkbegleiter. Oder was für dich ganz ansprechend ist, ist vielleicht ein Einstecktuch des Willens. Ja, das stimmt, genau. Und für mich das Einstecktuch der Macht, das könnte für uns interessant sein. Richtig. Also das ist nicht schlecht. Die Sachen, die man bekommt. Und das sind nur die ersten, da kommen ja noch mehr. Richtig, da kommen ja noch viel, viel mehr. Nun denn. Also ich würde sagen auch, dass wir, sobald wir unseren Handwerk angenommen haben, erstmal einen Cut machen, oder? Ja, weil ich nämlich auch schon wieder vergessen habe, einen Timer zu stellen. Ebenfalls. Ich habe nur jetzt ein bisschen mit auf die Zeit geguckt. Ja. So, die Handwerksmesse in Michelbinge. Perfekt. Ich glaube, ich erzähle schweinische Sachen. So, was hatten wir denn? Was hatten wir denn gesagt? Ich werde Rüstungsschmied, ne? Kann ich euch irgendwie richtig behilflich sein? Der liebe Glabarin als Wächter wird ein Rüstungsschmied und ich nehme den Waldhüter, denn dann kann ich für uns ein paar Waffen herstellen, für den Glabarin später Bögen. Mhm. Und für mich letzten Endes die Instrumente. Genau. Und außerdem kann ich dann den lieben Rüstungsschmied auch die Felle bearbeiten, die er dann für mich für Rüstung verwendet. So ist es. Also eine Hand wäscht die andere. Genau, also das ist eine gute Kombination. Ich kann ihn zwar nicht alle Waffen herstellen, aber letzten Endes den Bogen. Und der Bogen ist dann auch was. Schon. Ja, finde ich auch. Und ich kann mir noch die Schilde herstellen. Weil, und dir auch. Richtig, richtig, ja. Stimmt, die leichten Schilder. Genau. Den Leitfaden behalten wir einfach mal, den bringen wir später zur Bank. Ja, die Werkzeuge werde ich jetzt rauspacken, also zerstören, denn ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich denke mal, ich hole mir den universalen Werkzeugsatz. Ja. Ja, ja, ja. Werkzeug und Boni, da ist er. Ich habe nur gerade momentan leider keinen mehr auf der Bank, daher muss ich mir leider auch kaufen. Ebenfalls. Der ist für jeden Beruf gedacht und der gibt halt plus 20 kritische Treffer für den Waffenschmied, Drechsler, Schneider, Koch, Gelehrten und Goldschmied. Und natürlich für den Schmied. Und dann gibt es diese Abbaudauer, also diese geringere Abbaudauer für den Bauer, für den Förster und für den Gelehrten. Also das ist ziemlich praktisch. Auf jeden Fall. Somit sparen wir ein bisschen Zeit. Hier unten habe ich jetzt, den Bauer werde ich total ignorieren, weil dafür habe ich einen anderen Charakter, das heißt Feldfrüchte aufspüren, können weg. Wir brauchen nur Holz aufspüren. Ja. Das ist für uns genau, wichtig. Und ich brauche nur Minen aufspüren. So. Genau, bevor wir uns unsere Berufe uns mal so richtig angucken, mit den drei Aufgaben hier, würde ich vorschlagen, dass wir hier erstmal einen Cut machen. Auf jeden Fall. Und? Ja, würde ich auch sagen, reicht erstmal für heute, für diese Folge. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge seht ihr dann ein bisschen was vom vom Beruf, genau. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen was so von wegen, was erwartet uns oder euch so in der nächsten Zeit? Wie oft kommen vielleicht die Folgen und so weiter und so fort, ne? Richtig, genau. Ja. Alles klar. Wir hoffen, euch hat der zweite oder beziehungsweise der erste richtige Part des LPTs gefallen. Viel wird uns noch erwarten. Der Anfang ist noch ein so bisschen, mehr Einführung. Auch ein bisschen holprig, aber ansonsten wird alles richtig mit der Zeit. Genau, das kommt.
Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Feedback wäre schön. Von mir ein Haut rein. Ciao, Leute. Euer Gendor. Von mir auch. Macht's gut. Euer Steinchen.